Unterschied ist, dass eine hochwertige Lead-Generierung, ja, verpackt ist in einem Kontext an Informationen über den Ansprechpartner, über die Entscheider, über die Entscheiderstrukturen, über die aktuelle Situation des Unternehmens, ja, finanzielle Situation, Situation bezüglich Übernahmen, egal was da stattgefunden hat, ja, Verhältnisse zwischen Tochterfirma, Mutterkonzern etc. etc. Unterscheidet die hochwertige Lead-Generierung zu der nicht so hochwertigen Lead-Generierung im B2B-Business, in der IT-Branche explizit? Ja, die sogenannte hochwertige Lead-Generierung unterscheidet sich von der, ja, vielleicht nicht ganz so hochwertigen Lead-Generierung darin, dass so ein Lead, ja, nicht nur einfach ein Termin ist, ja, für eine Webex oder für einen Besuchstermin vor Ort beim potenziellen Neukunden, sondern dass dieses Lead verpackt ist in einem Kontext, dass eine hochwertige Lead-Generierung, ja, verpackt ist in einem Kontext an Informationen über den Ansprechpartner, über die Entscheider, über die Entscheiderstrukturen, über die aktuelle Situation des Unternehmens, ja, finanzielle Situation, Situation bezüglich Übernahmen, egal was da stattgefunden hat, ja, Verhältnisse zwischen Tochterfirma, Mutterkonzern etc. etc. Also ganz, ganz viele Informationen über die aktuelle, wenn es um IT geht, um die aktuelle IT-Infrastruktur, die vorherrschend ist und so weiter und so weiter. Und dieser Kontext, der ist in der Regel, ja, häufig über mehrere Gespräche hinweg, ja, sammelt sich der auch an. Ja? Das heißt, manchmal ja, manchmal nein, kommt ein erstes Gespräch zustande und man sammelt diese Informationen zusammen. Manchmal erfolgt das aber auch über verschiedene Gespräche. Das heißt, die Lead-Generierung in sich ist ein Prozess, der wächst, bis das Lead eben ein hochwertiges Lead ist und dann vom Außendienst nachverfolgt werden kann und es auch entsprechend sinnvoll ist, vom Außendienst oder von unserem Kunden nachverfolgt zu werden. Entsprechend ist dann die sozusagen so ein hochwertiges Lead natürlich dann auch mit einer wesentlich höheren Wahrscheinlichkeit ausgestattet, in einen neuen Kunden, in einen Auftrag, in einen Neukunden zu konvertieren. Und das unterscheidet prinzipiell die hochwertige Lead-Generierung von der nicht so hochwertigen Lead-Generierung, wo es einfach nur auf die Masse drauf ankommt, möglichst schnell, möglichst viele Termine zu generieren, ja, weil man einfach in entsprechende, ja, Druck auch ausübt auf die Lead-Generierer, ja, indem man hier einfach sehr stark auf die Masse geht und nicht so sehr auf die Qualität, sondern mehr auf die Quantität. Und das ist eben der Unterschied zwischen hochwertiger Lead-Generierung und nicht ganz so hochwertiger Lead-Generierung. Ja? Ja, das war es so viel zu diesem Thema. Hat mich gefreut, dass Sie mit dabei waren. Mein Name ist Thomas Klein. Freut mich aufs nächste Mal. Ich freue mich aufs nächste Mal. Auf Wiederschauen und tschüss.